Wir sind hier ganz tief in der Sächsischen Schweiz eingetaucht in die Anderswelt. Unsere CD lädt Sie ein in die Reiche der Naturwesen und Naturdevas, der Bäume und der Pflanzen. Und wir haben unsere CD in Bereiche eingeteilt. Nixen und Nöck verlocken Sie ins Wasser. Die Elfen nehmen Sie wieder mit in die Luft. Dann gehen wir nach Skandinavien und schauen uns da mal die Kulturen an. Wir sind in Finnland, in Dänemark, in Island, in Schweden und in Norwegen, wo die Trolle wohnen. Wir spannen unseren musikalischen Bogen von Karl Löwe bis Harald Genzmer und die CD wird im Herbst erscheinen bei Solo Musica. Bei der Suche nach schönen Liedern, die dieses Thema Anderswelt betrachten, sind wir natürlich in einen riesen Pool gefallen und haben uns dort auf eine sehr lange, sehr interessante Suche begeben und viele Entdeckungen auch gemacht. Musikalisch spannen wir ja den Bogen von der Romantik bis zur klassischen Moderne. Und auf diesem Weg haben wir auch ganz viele Komponisten entdeckt, die uns zuvor nicht so geläufig waren. Zum Beispiel Bruno Walter, der berühmte Dirigent, hat ein unglaublich großes Liedrepertoire hinterlassen. Wir haben ein ganz spezielles Lied rausgesucht. Genzmer, schon angesprochen von Marlies, sehr interessantes, stimmungsvolles Lied. Reuter, noch nie zuvor gespielt oder gehört. Und bei den Nordlichtern gibt es ein Lied, was uns beiden von der ersten Sekunde an fasziniert hat. Das nennt sich Fylgia von Stenhammar, einem schwedischen Komponisten der Spätromantik. Und das ist ein Fluss und ein Weg, durch dieses Lied, was uns jedes Mal begeistert, und wir hoffen auch sehr, dass dieses Gefühl bei Ihnen genauso ankommt. Ich glaube, dass wir das ruhig mal wagen dürfen, andere Dimensionen unseres Seins wieder einzulassen in unsere wilde Welt. Wir wünschen Ihnen viel sinnliches Erleben mit dieser CD.